So, liebe Zuschauer, da sind wir on air zu den News und jetzt kommen die auch gerade rein. Ein kleiner Soundbug führte hier zu einer späteren Einschaltung, aber wir warten mal ab, was jetzt hier passiert. Die Pairs schnippen wild umher. Ich warte mal auf die Meldung. Wir haben, wie gesagt, zu erwarten zum britischen Pfund Industrieproduktion Mai und Erzeugung produzierenden Gewerbe Mai. Da kommen gleich die Daten rein. Also hier die Reaktionen drauf sind in erster Linie bislang ernüchternd. Es gab einen kleinen Aufwärts-Spike, wie wir gesehen haben im M5-Chart. Wir sehen hier links britisch Pfund US-Dollar, Mitte britisch Pound Yen und hier britisch Pound Schweizer Franken, um sozusagen mal hier ein Sammelsurium der britisch Pound Pairs einzufangen. Und wir sehen, dass der kurze Spike nach oben aktuell schon wieder ein Stück weit runterverkauft wird. Was auch interessant zu sehen ist, dass hier im Prinzip die Richtung schon seit den Morgenstunden abwärts gerichtet ist, relativ klar an dieser Stelle. British Pound gegenüber US-Dollar hier schon am Limit der Range sozusagen. Wir sind hier am Vortagestief und auch dem Vorwochentief angekommen. Das ist aktuell eine sehr, sehr spannende Ausgangslage. Diese könnte hier jetzt durchaus ja, für ein Reversal sorgen, wenn das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar sich hier stabilisieren kann. Dazu passt auch, hoppala, ich zeig's dir mal, die FTSE-Logik zum britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar, die sich hier auf der rechten Seite präsentiert. Da haben wir es. Und die zeigt hier im Stundenchartintervall, dass wir jetzt auf aktuellem Niveau eine sehr, sehr gute Reversal-Chance haben. Das ist definitiv zu beobachten, ob wir jetzt hier eine Umkehr sehen. British Pfund US-Dollar jedenfalls jetzt hier zu den News nicht weiter abgeschlagen. Wir haben einen kleinen Aufwärtsspike gesehen. Jetzt gibt es hier so ein Stück weit Tauziehen. Aber grundsätzlich hier eine ganz, ganz spannende Situation. Und wir haben hier auch eine leicht positive Divergenz. Allerdings M5. Das ist hier, wie gesagt, kein nachhaltiges Signal bislang. Aber wir haben hier eine leicht positive Divergenz im RSI-Oszillator. Sind hier im unteren Bereich der Average True Range, maximal 1,5518 wäre hier noch möglich, aber ganz, ganz spannend eben Vortagestief, Vorwochentief aktuell erreicht. Wer hier praktisch ja, den Mut besitzt und hier die Chance sieht, der könnte hier spekulativ eine Long-Bewegung sozusagen versuchen zu erhaschen. Die Chancen, dass nach diesem jüngsten jetzigen Ausverkauf eine kleine Erholungsbewegung stattfindet, ist auf jeden Fall gegeben. Gerade eben an dem Key-Level-Point, den wir hier haben in Sachen Vortagestief und Vorwochentief. Zudem hier nach Fibonacci-Ableitung das Support-Level 2. Also hier haben wir intraday einen sehr, sehr stabilen Ausgangspunkt. Und wenn wir jetzt hier das aktuelle Pricing sehen zum letzten Tief, sind das gerade mal 13 Pips knapp. Ein Stück weit runter noch 14 mit Toleranz. Oder man geht hier sogar unter die Average True Range. Dann wären es in der Summe vielleicht etwas über 20 Pips, aber man hätte eben hier durchaus Reversal-Chancen auf der Nordseite. Das sieht ganz spannend aus. Mal beobachten, was das britische Pfund hier noch tut. Schauen wir kurz auf die anderen zwei Pairs, die hier sozusagen sich auch relativ human verhalten zu den News. Das ist nicht immer so. Beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar haben wir ja durchaus schon Zeiten erlebt, die waren wesentlich volatiler. Aber beim British Pound gegenüber japanischen Yen haben wir hier grundsätzlich auch noch deutlicheres Abwärtspotenzial. Ja, wird auch viel vom Yen natürlich abhängen, aber hier wird True Range 190,10 etwa, dann könnte der Markt wieder nach oben drehen. Da liegt auch knapp drunter das Vortagestief, also hier auch sehr, sehr starke Unterstützung. Allerdings eben im Vergleich zum britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar meilenweit weg. Also das ist natürlich ein Riesenunterschied und da stellt sich natürlich durchaus die Frage, was hier noch passiert. Also wenn wir hier nach unten abdrehen und die FTSE-Vektorlogik sieht das hier nicht unbedingt, denn hier sehen wir auch ähnlich wie beim britischen Pfund gegenüber US-Dollar die Möglichkeit, dass wir aktuell jetzt hier zu den News, und das sehen Sie ja sehr schön an dieser Tendenzgrafik, dass wir jetzt hier ein Reversal sehen. Also nach statistischen und saisonalen Rahmenbedingungen dürfte sich hier das Tief gefunden haben, wenngleich die Average True Range hier noch deutliches Potenzial beim britischen Pfund gegenüber japanischen Yen nach unten zulässt. Also das scheint mir ein Stück weit zu heiß. Britisch Pfund US-Dollar dahingehend wesentlich interessanter, um hier auf einen Rebound zu spekulieren. Auch im Sinne dessen, dass der US-Dollar möglicherweise mal durchschnauft. Also die News haben hier jetzt keinen durchschlagenden Rückschlag sozusagen initiiert. Vielmehr sieht das hier sehr konstruktiv leicht bullisch aus. British Pfund, Schweizer Franken an dieser Stelle, ohnehin mit einem gewissen Eigenleben, eben durch den Schweizer Franken bestimmt, haben wir hier die Situation auch anfängliche Schwäche, aber jetzt wieder zurückgekehrt. Wir sind hier sogar oberhalb des Pivot Points, oberhalb des Opening Prices und hier sieht es sehr, sehr stark danach aus,
dass wenn wir hier ein neues Tageshoch machen über 1,4730, dann sogar weiter hochlaufen können. Obacht geben auf das Vortageshoch bei 1,4738. Wenn es darüber geht, haben wir im Sinne der Average True Range hier Potenzial bis in den Bereich 1,48. Da wäre auch das Vormonatshoch. Sehr, sehr interessant, was das britische Pfund hier zu bieten hat. In jedem Falle sieht es so aus, als hätten wir hier eine kleine Rebound-Chance auf der Oberseite. Die Chancen dafür sind auf jeden Fall gegeben und es sieht gut aus, als könnten sich die Pairs hier stabilisieren, Schrägstrich einen Rebound nach oben vollziehen. Das würde ich mal nicht für unwahrscheinlich erachten. British Pfund, Schweizer Franken, sofern Vorläufer, muss man mal sehen, was passiert. Kurz noch die Wochentagsstatistik hier zum British Pfund gegenüber Schweizer Franken, gegenüber US-Dollar. Der Dienstag mit 55% positiver Schlusspreise gesegnet. Das sieht gut aus. British Pfund Yen sogar 61% positive Schlusspreise. Wenngleich, das hatte ich heute auch beim Devisenradar angesprochen, ich mir kaum vorstellen kann, dass diese bärische Kerze mit 91 Pips im Tief hier umgekehrt werden kann. Aber man weiß ja nie. British Pfund, Schweizer Franken an dieser Stelle. Der bullischste Tag hier und das der Hinweis, der Dienstag. Geben Sie Obacht, was hier zu sehen ist. 69% positive Schlusspreise. Und wenn wir uns die aktuelle Tageskerze anschauen, dann sieht die positiv aus. Und wenn die eben hier sich weiter nach oben aufbaut und wir haben hier aktuell erst 55 Pips zurückgelegt, im Schnitt 129. Das heißt, hier geht noch einiges nach oben. 70, 80 Pips sind noch drin. Und dann wäre die Marke von 1,48 durchaus erreichbar. Sehr, sehr interessantes Level, sehr, sehr ja, komfortabel und Obacht geben, wenn wir über 1,4730 rausziehen, dann noch einen Sprung über das Vortageshoch und dann wäre im Prinzip hier eine kleine Rallye nach oben entzaubert. Sieht zumindest schwer danach aus. Warten wir ab, was passiert. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, dann geben Sie bei YouTube ruhig ein kleines Däumchen hoch oder abonnieren den Channel bzw. geben Sie einfach Feedback in unserem Stream. Wir freuen uns über jede Nachricht. Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Trading. Beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.